An welches Ereignis, welche Situation im Herbst 1989 erinnerst du dich besonders, beziehungsweise war für dich bis heute besonders einprägsam? Herbst 89, ich war mehr in Berlin als in Merseburg, wo ich damals als Pfarrer hin entsandt worden bin. Einmal als Ego Grenz abgesetzt, nee, nicht Grenz, wie Honecker abgesetzt worden ist. Und ich laufe da latschern Berlin herum mit meinem ganzen Schlepptau hinten dran und so weiter. Das war uns da scheißegal. Wir waren da auch schon freigeschwommen. Und die meisten Leute hatten einfach Ahnung, also Umweltbibliothek und all die Leute und so weiter. Und ich habe meine Aufgabe darin gesehen, da in Mitte Deutschland, also Halle Leipzig, wo ich als Pfarrer tätig war, da ein Stück Entlastung für die Umweltbibliothek aufzubauen. Wir waren sehr weit. Meine Mutter hat einen Commodore 64 mit reinschleppen müssen. Die wusste nicht, was sie da hat, ist durchgekommen und so weiter. Wir hatten, das haben wir erst vor 2 Jahren entsorgt, oder voriges Jahr, eine ganze Auflage Papier. Das war wichtig, Papier, um wieder eine ganze Auflage hinzukriegen und ganze Druckerschwärze noch ein extra Ding. Einmal, als hier in Berlin, als der Honecker abgesetzt worden ist, in Berlin, alle Leute, das geht ja. Diese Fresse, also Honecker absetzen, alles okay. Aber diese Fresse, dieses Pferdegesicht da, soll jetzt ja unser neuer Chef werden, das geht doch gar nicht und so weiter. Also hier der Ego und Grenz. Warum wir das eigentlich, ich glaube, man muss am Donnerstag dann der 8. gewesen sein. Wir hatten Besuch aus Frankfurt am Main. Die Kirchengemeinde war Pappe, gerade die hatten wir Wahnsinnsglück. Eine Wahnsinnspartnergruppe, die Stadtbahn West war Zentrum gewesen in Niederrad, Frankfurt-Niederrad, das war unsere Partnergemeinde, politisch alles und so weiter. Die war schon abgereist nach Berlin und wir hatten am Sonnabend den 11., jetzt bin ich mir recht sicher, hatten wir republikweites Treffen in Köpenick. Gut, wir sitzen in Köpenick, die von uns zwei bürgerliche Leute im Schlepptau. Wir kommen nicht auf die Autobahn, nicht weiter im Stau. Neben mir hält Steffen, den ich seit 15 oder 20 Jahren, Ignaz Frube oder so, Ignaz, 15 Jahre nicht gesehen hat, also ihr alte Erfurter Szene. Und freuen uns da zu sehen. Irgendwie kommen wir nach Ost-Berlin, sitzen da in dem Gemeindesaal vom Baumgärtner und es geht ein Schlagabtausch hin und her, Bärbel Rainer und Konsorten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die bürgerlichen Sachsen waren da schon richtig vertreten und ich bin zum Teil selber nicht mehr richtig mitbekommen, wo sind wir jetzt und so weiter. Dann ist Pause. Unten ZDF oder ARD, ich dachte ZDF, und unten gibt Wolfram Schieche gibt ein Interview und erklärt, wie die parlamentarische Arbeit und so weiter, dass jetzt eine Partei gegründet wird, also geht ums neue Forum, wie das alles sich regelt und so weiter, parlamentarische Demokratie oder nennt man das so. Während oben es hin und her tobte der Streit, also wie nennt man das hier, dieses von unten gemachte, also keine, nicht in diese parlamentarische Demokratie hinein. Und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Da kann doch nicht der Wolfram dort in der Pause unten hinstellen und das offiziellen sogenannten Westfernsehen, wie wir gesagt haben, das alles haargenau erklären, wie das demnächst weitergehen wird. Das ist richtig frappierend. Ich dachte, ey, dem entspricht eine andere Geschichte, Berlin, Färbeliner Straße, bei Bohley, große Wohnung. Wir treffen uns, weil was wir früh besprochen hatten, am Abend ja schon wiederholt war, Nachtsitzungen und so weiter. Jens Reich und solche Konsorten dabei, die da, wie weit gehört er zu uns oder nicht, also zu den Linkeren. Und es klopft, wo das klingelt. Ey, stopp, wer kommt jetzt? Richtig Anspannung raus. Jetzt steht draußen Schmitz, ZDF-Reporter damals, später dann New York. So eine Figur. Und hier mein Freund Ibrahim, den ich immer gemocht habe, Ibrahim Böhmer. Dass er Stasi war und so weiter, wussten wir ja nicht. Stehen vor der Tür. Erstmal Entspannung und so weiter, Vorzimmer. Da setzen sich zusammen Vertreter vom neuen Forum und Vertreter, wo war Ibrahim?
Ach so, SDP. Die sitzen sich hin und verteilen Ost-Berlin die Wahlbezirke, wer welchen Kandidaten stellt. Also ungefähr so im Verhältnis zwei Drittel Neues Forum, ein Drittel SDP. Du, da, diese zwei Erlebnisse, wo ich gedacht habe, ja, richtig, eine halbe Revolution ist eine ganze Konterrevolution. Lenin, den ich nicht mag, aber das trifft einfach zu. Und im neuen Forum, während wir da trinken, die etwas Linkeren versuchen, da ihre Position ein Stück dafür Mehrheiten zu schaffen, in den Pausen und so weiter. Und meine zwei bürgerlichen Freunde, was machen derzeit, während wir da rauchen und diskutieren in der Pause weiter, die schnappen sich die Plätze. Am 12. November 1989 war für mich das neue Forum gestorben. Das hört sich jetzt abstrus an, aber ich hab eigentlich alles gesehen, wie die Entwicklung weitergeht. Dass die Bürgerlichen da die Macht übernehmen, die Sachsen allen voran, machtgeil, die Bürgerlichen dann noch haschend irgendwelche lukrativen Posten zu bekommen. Das Ganze war für mich gelaufen. Es ging jetzt nur noch um Macht. Und das, was wir eigentlich wollten, eine andere Gesellschaft, eine freiere Gesellschaft, das fiel mindestens in die zweite Reihe. Warst du damals in der Opposition der DDR aktiv? Wie würdest du deine politischen Positionen damals beschreiben? Also ja, ich habe mich nie als Opposition verstanden. Ich komme hier 54 geboren, 68 Einmarsch der Warschauer Vertragsstaaten ins Tschechland. Das habe ich schon bewusst mitbekommen. 69 dann habe ich Dubček als faktisch Jugendlicher, Heranwachsender, 15-Jähriger. Dubček immerhin heute noch stolz. Dubček richtig geschrieben, auch mit diesem Akzentor, wie das heißt, obendrauf. Stasi, erste Hausdurchsuchung. Und ich sage euch, macht Fang mit 15 Jahren an. Da wirst du noch nicht so hart und fertig gemacht. Ich denke nicht mal weder von dem einen noch vom anderen Staat. Da gehen sie noch um, als ob noch Hoffnung wäre. Bei mir gab es keine Hoffnung. In der Hinsicht, dass ich hier mit diesem stalinistischen System auch nur irgendwie ansatzweise was zu tun haben wollte. 68er, wenn, das wäre eine hohe Anerkennung, sicher zu hoch, aber wenn, war ich 68er. Wir haben einer Bewegung angehört und wir wussten, wir sind ja wenige hier in diesem DDR-System und Polizei und Stasi kann machen, was sie will und haben sie auch gemacht. Aber das macht uns ja nicht fertig. Und 3 Jahre Knast, das kriegen wir über die Reihe, das schaffen wir. Das war ja viel mehr war es ja nicht. Erst später Freunde von mir, der Thomas hier, der die ganzen Figuren hier geschnitzt hat und so weiter. Die da haben sie allerdings richtig hart dran genommen. 4,5 Jahre, 4 Kinder, Wehrdienstverweigerer, ja, wir haben ja alles durch. Ich war jemand, der dagegen ist. Das war eigentlich das Wichtigste Antriebs und hin zu einer, ja, was man Freiheit nennen könnte und wissen, dass wir nicht allein sind und die ganze Musik und die halbe Welt und so weiter. Die meisten sind eigentlich meines Erachtens von der Stasi politisiert worden, indem sie einfach, wenn Lavende Haare übers Ohrläppchen hat, das war sie ja schon Staatsfeind und so weiter. Da hat es jedenfalls eine Politisierung über die Jahre gegeben, stattgefunden, immer ausgehend 68, das ist ein Tabubruch. Das war dann nur noch eine Frage, du kannst einen Staat nicht mit Panzern zusammenhalten, du musst etwas Tieferes, so etwas wie Glauben haben, eine Überzeugung. Dies war kaputt und bei uns kamen die gar nicht mehr an und wir selber nicht als Nachgeborene nicht so stark betroffen von diesem Faschismus und diesen Kriegsverbrechen, die wir begangen haben. Verantwortlich sicher, aber nicht selber direkt schuldig. Wir waren, konnten da frei werden. Wir haben uns freigeschworen. Wir haben diesen Staat von links überholt. Bücher gelesen, haben doch hier den ganzen Müll und so weiter. Und Marx natürlich selber auch und so weiter. Wir haben das Ding von links überholt und waren für die richtig gefährlich, weil wir ihnen die Seele genommen haben. Diese Berechtigung, diese moralische Berechtigung, dass sie hier mit, klar gibt es Fehler und so weiter, aber das ist alle auf dem richtigen Weg und setzt euch für uns ein, dann wird es noch besser und dann kriegen wir einen Sozialismus hin und so weiter. Dass dieser Glaube, diese Überzeugung, die war bei mir nie da und bei vielen meisten Leuten, die ich kenne und aus der Zeit nicht da. Und
unbewusst. Ich habe nie geglaubt, nicht mal 89, obwohl ich es immer gesagt habe, ja, wer weiß, wie lange das noch, das Ding ja zusammenhält. Unbewusst zumindest daran gearbeitet, dass meine politische Überzeugung in der Praxis, dass dieser Staat, dass da irgendwann Schluss ist. Ich will dieses Ding nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Da geht es gar nicht, ob ich Westen haben will, sondern erstmal dieses dagegen, nicht mehr dieses stalinistische System, dieses Verlogene, dieses, ach, ich weiß gar nicht, ich kriege jetzt schon wieder Wut. Das ist gefährlich, wenn einer, denn da, wo ein Mensch durchkommt, können auch alle anderen auch durchkommen. Davor haben sie Angst. Diese Mächtigen, diese Herrschenden, die so mit ihrer Moralität und ihrer Bürgerlichkeit und Anständigkeit, bah, hasse das. Nein, nicht wirklich hassen, aber ich kriege jetzt hier schon ihre Arsch und so weiter. Und dann hast du da halt diese langen Haare, da war, habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, bis 83 zumindest. Da zerbrach die Szene, dann kam 18 Jahre, Gott sei Dank, die Punks, die ich heute noch richtig wichtig finde, wertschätze. Was war ich politisch? Ja, irgend so was halbgeweigtes Linkes oder so weiter. Aber dafür mit Herz und Seele. Wo warst du im Herbst 1989? Erst einmal, ich muss ein bisschen ausholen, ich versuche es kurz zu machen. 1983 brach die Friedensbewegung zusammen, im Westen wie im Osten, also hier DDR meine ich damit. Tote Hose, wir haben 1984, haben wir uns da mit Ökozeug so ein bisschen über Wasser gehalten. 1985, totales Depressionsjahr, gesellschaftlich gesehen. Es lief gar nichts mehr, nur noch Scheiße und so weiter. Und was ich gelernt habe in der Zeit, wo scheinbar überhaupt nichts geschieht, geschieht das Eigentliche. Das ist richtig biblisch, streng biblisch. Und da war Gorbatschow schon an der Macht, 85. Ich glaube, ist er 85 so rangekommen und so weiter. Und wir haben das gar nicht mitbekommen. Und als in West-Berlin, war das 88, 87, weiß nicht mehr genau, ist ein, in West-Berlin findet IWF-Kongress statt, ich glaube 88. Und wir machen in Ost-Berlin so eine kleine Gegenveranstaltung, wieder bei, glaube in Köpenick, beim Baumgärtner. Und da tritt ein Mensch auf in Anzug, also alle sahen so ähnlich aus, wie ich hier heute noch versuche auszusehen, so weniger Klatze und so. Sehen alle, und da tritt einer auf in Anzug, Schlipskragen, ein stellvertretender Kombinatsdirektor. Also Kombinat, so trastförmiges Gebilde und so weiter. Also ein Stellvertreter ist ganz, ganz weit oben. Und er erzählt auf, die DDR ist wirtschaftlich am Ende. Er gibt diesem System noch maximal 2 Jahre. Sagt er davon. Hat kein Blatt vom Mund genommen und so weiter. Und ja klar, diese ganze Primborium, unsere noch so Herzenswünsche ja und Gegend und so weiter, alles für die Katz wirtschaftlich. Wirtschaftlich war dieses System am Ende und das ist der entscheidende Hebel. Dass wir da noch Gorbatschow hatten und brauchten, war hilfreich, um hier Grenzen nicht zum Zuge kommen zu lassen, der noch demonstrativ dann nach China gefahren ist. Anfang September meines Erachtens und wissen das Zeichen ganz klar. Leute, wenn ihr hier so weitermacht, dann ziehen wir hier die Panzer auf. Lassen wir die Panzer aufziehen. Das Zeichen haben alle verstanden. Wenn die, und ich bin mir sicher, wenn diese Fresse nur eine Chance gesehen hätte oder irgendeine andere, oben Stasi und so weiter, dass sie hier wirtschaftlich irgendwie über die Runden kommen, dann hätten wir noch so viel demonstrieren können. Dann machst du einen Panzer, 10.000 Leute oder 100.000 Leute. Einen Wasserwerfer, 10.000, einen Panzer, 100.000. Die hätten das einfach platt gemacht. Diese DDR war wirtschaftlich, ökonomisch am Ende, das heißt nach ihrem eigenen System, das heißt hauptsächlich nach Karl Marx, keine Chance mehr. Und dann brauchst du noch Gorbatschow, dass sie ja nicht mit ihren Gewehren nur um sich ballern und so weiter und ein paar Leute auf der Straße. Aber das Entscheidende war die Wirtschaftsunfähigkeit dieses Landes. 89 im Februar war eigentlich schon alles klar, also aus meinem Blickwinkel, nicht, dass ich das alles gewusst hätte. Dann diese Wahlen haben da noch wie so einen letzten, was weiß ich, Arschtritt gegeben. Da war Schluss mit Lustig und so weiter. Da
da hat keiner mehr an das System geglaubt und dann halt Ungarn und so weiter, diese ganzen Geschichten, weil die Wahlfälschung und eine herrliche Broschüre, kleine Broschüre, alles hier handgemacht und so weiter, diese Drucker. Wir hatten da, ich hatte da als Pfarrer in Merseburg ein Auto, in Leipzig war Kirchentag, muss im Juli gewesen sein. Ey, haben sie uns aus den Händen gerissen. Das Ding war von unten so ein Wartburg-Tourist, da passt schon eine ganze Menge rein, zwei Leute noch. Wir sind da nicht irgendwo, wir haben uns irgendeine Ecke gekrochen, sondern da so gewieft waren wir schon. Wir sind ins Zentrum gefahren vom Kirchentag, Stasi. Und die Kirchenstasi, die waren noch schlimmer als die offizielle. Wir sind da mitten ran und dann wusste ich ja, wie man so Kirchenzeugs hat, man so eine bestimmte Sprache und so weiter. Und geht dorthin an den Riesenstand, wo alles ausliegt. Und hey Leute, ihr müsst mal ein bisschen Platz schaffen. Wir haben ja jetzt hier die ganze Broschüren da und so weiter. Da haben die da links und rechts Platz geschafft. Das haben wir im Hauptstand, haben wir diese Sachen rausgegeben. Dann war hier August und so weiter in Ungarn. Ich weiß gar nicht, wann die da Dings damit Grenzzaun auf und so. Damit war eigentlich Schluss hier. Da ging gar nichts mehr. Und dann hat es noch gedauert. Und dann dieser entscheidende Moment und äußerst wichtig, diese offizielle Gründung des neuen Forums, voll in dieses DDR-Zeug hinein, nicht mehr versteckt, sondern offensiv. Und dahinter steht wieder, dass wir, ich glaube, erste Monatstag hier von Tiananmenplatz, Juli dann schon, sind wir das erste Mal in Berlin auf die Straße gegangen, raus aus der Kirche, weil die Kirche jetzt nicht mehr Schutz abgibt, sondern jetzt mit ihren Mauern uns fesselt und so weiter. Ganz bewusst rausgegangen, ja, das wollten wir. Das wollten wir doch, dass die ihre Fratze da runterlassen müssen, dass sie ihr wahres Gesicht zeigen müssen. So hart für das die Einzelnen waren, die da einen auf die Fresse bekommen haben oder ein bisschen Untersuchungshaft und so weiter. Nicht wir Politischen haben das vorangebracht, ich sage, diese Ausreiseleute haben das vorangebracht, auf da wo es irgendwann knallen musste. Dass dann wiederum die Politischen, sagen wir, wo ich mich mit zuzähle, dass wir dann so weit waren und dann nicht dann hinterher gewackelt sind, sondern mit neuem Forum und Berlin, das nach Berlin getragen. Also da sind wir wieder beim 7. Oktober, 40. Jahrestag, Gorbatschow hier und faktisch dieses System entlarvt. Und dass sie eben Knüppel und so weiter zum Einsatz bringen mussten. Irgendjemand wird es treffen, das war klar. Und da muss man einfach mal den Kopf hinhalten. Da kannst du nur nicht mehr mit politischer noch so toller und korrekter und sinnvoller, aber dann musst du einfach mal deinen Kopf hinhalten und kriegst ein paar auf die Fresse. Ja Gott, da stirbt doch nicht jeder gleich dran. Das vorherrschende Bild vom Herbst 89 erzählt, dass die Menschen nur wegen Mauerfall und deutscher Einheit auf der Straße waren. War das so? Touristen hier, wo es auch nur gerostet und geblechert hat, die wollten ein richtiges Auto haben, am besten natürlich ein Mercedes, Vorzeigeding, mindestens BMW. Dann wollten sie in der Welt herumreisen, was das Zeug hält. Dann wollten sie alle viel Geld haben. Ja, das haben sie auch alles bekommen. Und so in die Fresse vollgesteckt, das hoffe irgendwann daran ersticken daran. Hier war keine Bevölkerung und wenn sie noch so 100.000 auf die Straße gegangen sind, die, ich sollte jetzt nicht unfair werden. Da waren genügend Leute, die einfach die Schnauze voll hatten, die etwas von dem, was man unter Freiheit verbuchen könnte, wollten. Aber die Bevölkerung hier auf dem Gebiet der DDR war absolut nicht reif für eine Demokratie, so wie ich sie zumindest verstehe. Wo ich einfach reife Menschen brauche, erwachsene Menschen, die ein bisschen mit Sinn und Verstand und auch mal auf etwas verzichten können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23, so fängt es an. Mir fehlt gar nichts, das ist alles da. Schau mal, so viel Luft hier, ich kriege die gar nicht zu Ende und so weiter. Und Licht ist da und die Bäume wachsen, alles da.
kommt, lasst uns ein bisschen vernünftig sein und mal auf ein paar Sachen verzichten können. Sind wir denn so unreif, dass wir nur noch haben, haben, haben? Und so sehe ich aber die Menschen. Innerhalb der Linken wird die Zeit der sogenannten Wende heute meist vor dem Hintergrund des erstarkenden Nationalismus und Neonazismus nacherzählt. Wie hast du das Auftreten von Deutschland- und Reichskriegsfahnen sowie den kippenden Spruch »Wir sind das Volk« zu »Wir sind ein Volk« damals wahrgenommen? Welche Bedeutung hatte für dich damals »Wir sind das Volk«? Ich sage jetzt, aber das ist meine heutige Sicht und die ist gereift und gewachsen in mir, dass wir anerkennen müssen, ich sage immer noch wir Linken oder was weiß ich, was man darunter immer auch versteht, anerkennen müssen, dass wir Deutsche vom Grundsatz her rassistisch sind. Richtige Rassisten. Ich sage nicht Faschisten, ich sage auch keine Kriegssetzer, keine Mörder, einfach rassistisch. Und die Konservativen aus meinem Blickwinkel ziehen mehr Nutzen daraus. Deshalb sind sie auch mehrheitlich an der Regierung gewesen seit 1945. Und da, ja, rassistisch. Mehr kann ich nicht sagen. Und ständig diese Angst, zu kurz zu kommen. Und was willst du mit deinem Land und der Bevölkerung machen, die 12 Jahre Nazi-Diktatur hinter sich hatte und 95% der Bevölkerung für Adolf war? Weil sie ja jetzt dachten, jetzt werden wir wieder die Besten und die Stärksten und die Tollsten und so weiter. Und Fußball-Weltmeister werden wir auch noch und die besten Autos so und so und so fort. Was würdest du mit so Menschen machen, die dann Entnazifizierung? Ich habe 89 sehr, sehr viel gelernt. Ich habe verstanden, wie die Entnazifizierung stattgefunden hat. 89 war es so, die Lehrer kriegten dann von oben her einen Befehl. Bei unseren Kindern war es so, die durften dann demokratisch entscheiden, ob sie das Bild vom Honecker aus dem Lesebuch oder Geschichtsbuch, ob sie es überkleben oder rausreißen die Seite. Eine Auseinandersetzung mit den Lehrern, die da doch bis heute Abend funktioniert, bis gestern Abend funktioniert und heute über Wochenende einen Schnellkurs in Demokratie. Und da haben sie gelernt, dass es nicht mehr Staatsbürgerkunde heißt, sondern Religionsunterricht und so weiter. Die ganze Struktur ist doch fortgesetzt worden aus meinem Blickwinkel. Ich bin Lothar König und ich bin nicht das Volk und werde es auch nie auf der Straße oder wir sind das Volk. Nein, meine Aufgabe ist hier in meinem Leben hier, das mir geschenkt worden ist, gerecht zu werden. Und da kann ich nicht sagen, ich bin das Volk. Also ich kann es nicht sagen und selbst wenn das emanzipatorisch ist, die anderen, die das rufen, will ich denen gar nicht absprechen. Ich nicht. Punkt. Was kann die linke Bewegung heute von der Bewegung damals lernen? Welche Fehler machen wir? Und ich denke, müssen wir nicht nur lernen aus hier DDR-Zeiten, da gibt es eine ganze Menge. Wir müssen auch von den RAF und den Leuten, 2. Juni-Leuten lernen, was haben wir für Fehler gemacht. Karl-Heinz Delvaux, vorhin der Name, der mir nicht einfiel, der versucht das, dies einzuordnen. Jetzt nicht eine moralisieren sie RAF nur noch ihren Menschen totgeschossen und freigepresst. Ja, ist richtig. Wir sind aber angetreten, sind hier um eine gerechtere Gesellschaft hier in dieser Welt zu schaffen, anzufangen, ja, mindestens anzufangen. Was können wir lernen als Linke? Ja, erst einmal, so hart sich das anhört, ich muss erst einmal lernen, auch mit Nazis zu leben. Ich kann die doch nicht vergasen. Ich will sie nicht mal erschießen. Was soll ich machen? Also lernen, wo sind die Stärken, wo kriegen die ihre Kraft her? Wenn ein hier 50 Kilometer von hier in Schnellroda, der Kubischek, dieses Rittergut da aufkauft in einer toten Ecke, das ist hier mitteldeutsches, geschichtsvolles Land, heute eine Einöde, ein totes Gebiet, da geht er hin, kauft so ein scheiß Haus da. Ist bestimmt kein überaus reicher Mann, also arm wird er sich auch nicht sein, und hält da über Jahre lang durch.
macht das über Jahre. Kein Schwein beachtet ihn, irgendein Spinner und so weiter. Und kommt jetzt raus, ich will auch hier gar nicht Kubitschek und Konsorten und so weiter, was, dass sie toll sind und spitze. Aber woher kriegen die ihre Kraft? Und nicht die an den Schwächen, die Gegner, AfD und sonst die Nazis und aller Couleur und so weiter, nicht an ihren Schwächen, sondern in ihren Stärken treffen. Und wir müssen die Leute gewinnen. Was sollten wir lernen? Ja, wieder unten anfangen, in kleinen Gruppen. Und nicht warten auf diese 100.000 auf die Straße gehen, sondern wir fangen an, dass wir hier ein bisschen JG in Berlin, vielleicht KVU, glaube ich zwar nicht, aber da, ich denke, da im Moment etwas tote Hose ist, aber vielleicht wächst da auch wieder was, dass wir wieder anfangen, in diesen kleinen Gruppen zu agitieren und uns nicht weiß machen und vormachen, als wir sind links, wir sind besser, weil wir links sind. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch ein großes Westdeutschland. Krieg romantische Gefühle, sehe ich eine kaputte Wand. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch die weite Welt und frage mich, ob es mir gefällt und frage mich, ob mir das gefällt.